Herzlich willkommen auf Dartblog. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Am 24. Dezember möchte ich euch besinnliche Feiertage wünschen. Feiert sie mit euren Liebsten oder mit euren Freunden. Entspannt euch ein bisschen, damit ihr wieder Kräfte sammeln könnt für die Nachweihnachtssession der PDC-Weltmeisterschaft. Ich habe fast jedes Spiel gesehen, also ich habe jedes Spiel auf jeden Fall eingeschaltet und einen Großteil davon gesehen und eigentlich einen Großteil fast komplett durchgeguckt. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ausgelaugt, denn das zehrt an den Nerven. Man muss auch seinen Tagesablauf so ein bisschen da einrichten. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, insbesondere bei den Deutschen. Hier zum Beispiel Florian Hempel, da konnte ich das Spiel leider nur auf dem Eis verfolgen. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war eine große Herausforderung für mich gewesen. Schade, leider hat das nicht geschafft. Gabriel Clemens, hervorragende Leistung, absoluter Fokus. Man hat gesehen, der will richtig wieder mal die Leistung erbringen. Oder was heißt, der will richtig, die Leistung will er eigentlich immer. Aber er schafft es jetzt, sein Potenzial komplett abzurufen und da zu sein. Also man hat an seinem Gesicht auch gesehen, der ist voll im Fokus, der will. Ja, und das ist hervorragend. Sah nicht immer so aus in dieser Saison, aber dafür sind Sportler ja auch im Training, dass sie sich weiterentwickeln. Und so wie man bei ihm das ja auch teilweise auf seinem Instagram-Kanal sehen kann, gibt es die eine oder andere Trainingsoption, die es natürlich hier auch gibt, ja, aber die noch nicht ganz so verbreitet ist im Dartsport. Aber ich denke, das wird sich eh noch ändern. Ich werde ja auch hier mit dem Kanal immer weitermachen und immer mehr Informationen wieder an den Tag bringen, sodass man dann auch sieht, welche Möglichkeiten vorhanden sind, um sich weiterzuentwickeln. Bei Martin Schindler, da muss ich sagen, gestern der 170er Finish, das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Obwohl ich nach dem ersten Satz mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil ich dachte, vielleicht ist das Publikum ein bisschen, spielt vielleicht eine Rolle, weil man hat gesehen, erst war er locker, es hat ihm Spaß gemacht, er war geil auf das Spiel. Und dann kamen die Pfiffe und Buhrufe, die auch ziemlich massiv waren. Ja, und da wirkte er dann ein bisschen verkrampft. Zum Glück hat sich das gelockert und er hat richtig gut aufgespielt. Gutes Spiel, wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen von der Einstellung, von allem drum und dran, was er da so ans Board gezaubert hat und auch auf die Bühne gebracht hat. Hervorragend. Ich freue mich auch schon auf die beiden im kommenden oder in dieser Nachweihnachtssession. Natürlich auch auf alle anderen Spiele. Der eine oder andere hat ja im Netz dann schon geäußert, ja, um Gottes Willen, die Leistung so schlecht und so weiter von den ganzen Spielen. Kaum große Highlights. Ja, wir sind, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt, was das gesamte Jahr angeht. Ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Ich sehe es halt immer so aus, auch ein bisschen aus einer anderen Sicht. Ja, als Trainer sieht man die Spiele auch immer etwas anders. Man versteht natürlich, wenn der eine oder andere seine Leistung nicht abrufen kann. Und da steckt für mich eigentlich die Spannung dahinter. Wie schafft er es dann jetzt, das Spiel trotzdem noch zu gewinnen? Denn es geht nicht immer nur darum, ja, ich muss 100% Leistung bringen, sondern ich muss auch die Leistung bringen, wenn es mal nicht so läuft. Und wie kann ich das umsetzen? Da wird eigentlich sozusagen der Sportler gemacht. Ja, das ist mit Sicherheit in den kommenden Tagen noch besser zu beobachten, weil die Spiele jetzt immer spannender und immer enger werden von der Leistungsdichte her. Und wir werden bestimmt die Highlights en masse sehen. Da freue ich mich schon drauf und ja. Habt gute Tage, entspannt euch, erholt euch, packt eure Geschenke nachher aus und ich denke, da werden bestimmt viele Dart-Utensilien dabei sein und wir sehen uns dann spätestens im neuen Jahr und mit neuen Dart-Content von mir. Tschüss. Socken? Ich dachte Pfeile oder ein Dartboard. Danke. Ihr könnt natürlich, wenn ihr unten einen Kommentar reinschreibt, noch etwas gewinnen, nämlich nochmal ein Coaching. Und wer bis morgen, dem 25. hier seinen Kommentar abgibt, der kommt in den Lostopf. Am 3.1. wird's verlost. So rum. Viel Spaß. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber mehr. Aber ich freue mich auch über Socken. Ich liebe Socken, besonders Weihnachtssocken. Tschüss, wir sehen uns.